Okay. Immobilien-Sachverständiger. Okay. Ich glaube, ich hab mal bei den Errungenschaften mit reingeschaut und hatte, glaube ich, gesehen, dass es dieses Achievement gibt, wenn man alle Räume im Spiel gesehen hat. Das heißt, das ist tatsächlich der letzte Raum im Spiel. Cool. Das heißt, wir sind tatsächlich fast durch. Ich werde nochmal... Wow. Nochmal so viele Pistolen-Muni? Krass. Ich werde nochmal kurz schauen. Ja, da drüben liegen die Farbbänder. Wir schauen uns erstmal kurz hier um, würde ich sagen. Billy, kannst du deinen Arsch aus dem Bild nehmen? This way. Okay. Ach, hier ist ein Aufzug. Hier ist ein Aufzug, okay. Ja, dann schauen wir nochmal kurz hier drüben. Holla! Holla, da meint's aber jemand gut mit uns. Na Mensch, da weißt du aber auch, dass wir nochmal gegen jemanden kämpfen. Alter, deswegen, meine Freunde, habe ich den Granatwerfer nicht weggeschmissen. Okay, jetzt müssen wir wirklich mal schauen, wie wir das Ganze hier arrangieren. Oh Mann, Billy wird sich auf jeden Fall erstmal die Granaten einsacken. Ja, ich mache hier gerade totalen Unsinn. Billy wird sich auf jeden Fall erstmal die Granaten einsacken. Das sind glücklicherweise auch die Granaten, die ich sowieso schon habe. Was ganz günstig ist, denn dann kann ich die einfach mit reinschmeißen und dann führt das schon mal nicht dazu, dass wir mehr Platz verbrauchen. Nein, nicht das, sondern das. Haben wir schon mal wieder 7 Schuss für den Granatwerfer. So, ich glaube, die Pumpgun wird gleich wieder ihren Besitzer wechseln. Aber die Muni dafür nehmen wir natürlich gern noch mit an. Gut. Rot, grün und viele Heilsprays. Ich habe eigentlich genug Heilzeug. Ich werde jetzt erstmal kurz hier... wie mache ich das denn? Ich weiß es gerade nicht. Ja, da werde ich vielleicht doch die Waffe bei Billy lassen. Die Schrotflinte. Die Pumpgun. Ja, da kriegt er jetzt noch eins von den Heildingern hier, zum Beispiel das Spray. Und Rebecca wird sich die Pistolenmuni mit angeln, denn sie hat auch die Pistole jetzt noch. So, das Heilzeug, ja, ich bin ja jetzt extra hochgegangen, um welches zu holen. Das hätte ich mir dann wahrscheinlich sparen können. Gut, und dann speichern wir doch nochmal. Das finde ich jetzt sehr wichtig, nochmal zu speichern. Hey, sie hat noch eins frei. Da könnte ich theoretischerweise nochmal was zum Heilen mitnehmen. Gut. So, aber erstmal die Farbbänder eingesackt und wahrscheinlich zum letzten Mal in diesem Spiel gespeichert. Das Ende ist nahe. Klingt irgendwie, als ob ich so ein Weltuntergangsprediger wäre. Gut. Speicherung Nummer 23. Und wir sind wo? Im Lager. Okay. Dann schmeißt die Farbbänder auf den Boden. Wer braucht so einen Kram schon? Ja, und lass nochmal hier so einen Spray mit einsacken. Da können wir uns jetzt auch das Gemixte sparen, wenn ich einfach das Spray nehme. Gut, gut, gut. Und dann würde ich sagen, gibt es nicht mehr so viel zu tun, außer den Aufzug zu nehmen. Nicht wahr, Belly? Da ist ein Hebel für den Aufzug. So könnten sie vielleicht entkommen. Lass ihn uns aktivieren, Baby. What? Na, das ist ja überraschend. It's the Queen. Hallo! The self-destruct system has been activated. All personnel evacuate immediately. Repeat. Who activated the self-destruct system? Come on, can't this thing move any faster? Diese Übersetzung war falsch, Freunde. Und natürlich müssen wir mal wieder zur Selbstzerstörungssequenz ein Vieh besiegen. Wow! Ich glaube, die Aufzugfahrt hat sich erledigt. Holy shit, wie sieht's aus? Sie hat die Magnum in der Hand. Du hast den Granatwerfer in der Hand. Dann würde ich sagen, Freunde, legt los!
Einfach draufhalten. Alles, was wir haben. So, Billys Waffe ist leer. Nächste Waffe. Ich gehe jetzt gar nicht mehr von der Stelle, wisst ihr? Reicht auch so. You work on the windows. Got it. I'll use my charm to distract Your Majesty. Okay. Torbedienungsanleitung. Oh, ach, Aktensichter, wir haben die letzte Akte gefunden. Torbedienungsanleitung. Gehen Sie wie folgt vor, um den Heliport im Notfall zu öffnen. Sperre lösen. Die vier Sperrmechanismen im Raum sind in folgender Reihenfolge zu aktivieren. Südwestseite, Nordwestseite, Südostseite, Westseite. Drehen Sie zum Öffnen des Tors die einzelnen Kurbeln. Yay. Okay, ich weiß nicht. Billy kümmert sich jetzt um die Ablenkung, ja? Das ist ja ein Vergnügen. Und ich weiß, dass das dazu führen wird, dass die beiden sich trennen. Denn sie sind nicht mehr zusammen in Resident Evil 1. Okay. Nur kurz merken. Südwest, Nordwest, Südost, West. Okay. Wir schauen kurz auf die Karte. Wer kümmert sich denn jetzt um das Kämpfen? Oder muss ich jetzt beides machen? Oh, ich bin Billy. Ja, toll. Oh, du Fucker. Lass mich mal hier vorbei an dir. Oh nein, komm, echt jetzt? So. Muss ich denn jetzt beides machen? Das ist jetzt halt gerade die Frage. Schön, wie Billy durch die Gegend fliegt. Okay. Das ist natürlich großartig, dass ich mich jetzt um beides kümmern muss. Typ, magst du dich zu mir umdrehen? Hey, da habe ich ja genau im richtigen Moment Pause gemacht hier. Okay. Das scheint zu funktionieren. Ich glaube, Rebecca sollte mal ganz kurz... Ach komm, sicher ist sicher. Wir schmeißen mal ein bisschen Heilzeug ein. Okay, sie ist am Kurbeln. Versuchen Sie es später noch einmal. Hier, dreh dich zu mir, Bitch. Hallo? Bist du noch da? Oh ja. Okay, ich glaube, Rebecca kümmert sich alleine. Oh, nicht nachladen. Oh, crap. Hier, komm zu mir, komm zu mir. Ich bin ein Feind. Ich bin ein Feind. Jawohl. Das läuft. Es ist gut, dass Rebecca sich alleine kümmert. Oh, ich glaube, wir haben keine Muni mehr. Oh, wir haben gar keine Muni mehr. Das ist jetzt natürlich schlecht. Ich glaube, wir sollten demnächst auf Rebecca wechseln. Okay, sie hat's hingekriegt. Dann lass es auf Rebecca wechseln. Ich kann nicht auf Rebecca wechseln. Okay. Dann, hallo? Beachte mich? Wow! Es kann sich aber sehr agil drehen. Muss ich mal so feststellen. Sie hat's. Das war's. Du bist tot. Bitch! Na komm schon.
Winke, winke! Feierabend. Hey, Queenie! Feast on this! Hey, that must be the old mansion that Enrico was talking about. I guess it's time to say goodbye. Officially, Lieutenant Billy Cohen is dead. Yeah, I'm just a zombie now. Und das war Resident Evil Zero. Ich muss sagen, es war ganz nett auf jeden Fall. Als alter Resident Evil-Fan muss ich sagen, es ist schön, einen alten, neuen Resident Evil-Teil zu spielen, den ich auch nicht kenne vor allem, weil ich ja vorher noch nie irgendwie Resident Evil gespielt habe, Resident Evil Zero gespielt habe. Man merkt ihm an, dass es kein Hauptteil ist, finde ich. Also die Story ist nicht so sehr ausgeprägt. Es gibt so ein paar Zusatzsachen, die mit eingebaut wurden. Gerade dieses Verhältnis zwischen Birkin und Wesker fand ich ganz interessant, dass die sich schon aus der Ausbildung kannten. Ansonsten, ja, es ist okay auf jeden Fall. Mir hat der erste Teil auf jeden Fall besser gefallen. Am Ende waren die Gegner so ein bisschen mau. Also, man konnte dann doch... Ich meine, ich habe mich nur noch hingestellt und einfach draufgehalten. Und das war dann so ein bisschen... nicht so ganz das, was ich erwartet habe von den Endgegnern, muss ich zugeben. Gerade nachdem der erste Gegner, dieser Skorpion, doch erfordert hat, dass man weiß, wo man ihn treffen muss, dachte ich, oh shit, jetzt kommen richtig böse Gegner hier. Aber gerade zum Ende hin war es gar nicht mehr so schlimm. Also da hat man dann halt einfach sich hingestellt, alles rausgepulvert, was ging, und wenn man mal getroffen wurde, hat man sich ein Heilkraut reingepfiffen. War genug da. Gut, kann jetzt natürlich auch daran liegen, dass es eben Schwierigkeitsgrad normal war. Wird auf höheren Schwierigkeitsgraden wahrscheinlich ein bisschen anspruchsvoller sein. Aber in Ordnung. Also, letztendlich sagen wir mal, es war ein durchschnittlicher Resident Evil Teil. Kann man auf jeden Fall mal gespielt haben. Story ist
nicht vergleichbar mit den anderen Teilen. Also ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass der auch zur HD-Version auch upgraded wurde sozusagen, damit er auch mal für PC-Spieler verfügbar ist. Und ich freue mich vor allem auch sehr drauf, dass irgendwann mal Resident Evil 2 HD Remaster rauskommt. Denn das wird dann wieder richtig cool, glaube ich. Ansonsten war es... Ja, die Story am Ende... Ich hätte nicht gedacht, muss ich ehrlich sagen, dass die beiden aus freien Stücken sich trennen. Ich hätte gedacht, dass die irgendwie gewaltsam getrennt werden oder irgendwas dazu führt, dass die beiden dann wirklich nicht mehr zusammen weitermachen können. Dass sie dann das wirklich so regeln, dass Rebecca sagt, okay, bist frei, ich mach dann mal zu meinen eigentlichen Teamkameraden. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, muss ich zugeben, denn ich habe gelesen, dass sich auch drüber aufgeregt wurde von Leuten im Internet, dass Rebecca so der typische schwache weibliche Charakter war. Und das kann ich nur bedingt bestätigen, muss ich sagen. Also Rebecca hat charakterliche Stärke bewiesen eigentlich im Laufe der Geschichte. Und man muss auch bedenken, sie ist neu zu den Stars dazugekommen, als 18-jähriges Mädchen, als Sanitäterin und Chemikerin und nicht als Hauptkampf-Einsatzmitglied. Das sind eigentlich die anderen im Bravo-Team. Und die gehen alle drauf, im Gegensatz zu ihr. Und ich würde sagen, dafür schlägt sie sich eigentlich ziemlich gut, auch wenn sie natürlich oft in Probleme kommt, wo Billy ihr raushelfen muss. Aber das ist okay. Ich finde, sie macht's trotzdem, also es ist trotzdem ganz gut geregelt eigentlich, dass sie ihre Momente hat, in denen sie Stärke beweisen kann. Eben gerade auch charakterliche Stärke. Sie hätte ihn auch einfach zur Hölle fahren lassen können und mit Enrico mitgehen können, aber war nicht so. Und so muss ich sagen, am Ende, ja, bin ich eigentlich doch ganz zufrieden mit Resident Evil Zero. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt nicht unbedingt erwartet, dass es storytechnisch so wie Resident Evil 1 wird. Das war halt doch nochmal was anderes. Aber es macht auf jeden Fall wieder Lust drauf, dass dann irgendwann auch mal ein zweiter Teil rauskommt, den auf jeden Fall zu spielen. Und das werde ich auf jeden Fall mit euch tun. Und bis dahin, ja, mal schauen, was da ansonsten so kommt in der Spielewelt. Wir werden uns auf jeden Fall wieder drauf stürzen, wenn Capcom wieder für sich entdeckt, die HD Remasters verkaufen sich gut, wir machen weiter damit. Ist völlig in Ordnung. Ich hoffe, dass man das durchzieht bis zu Resident Evil 3. Dass man auch den irgendwann, also dass man 2 und 3 HD remastern wird und nochmal rausbringen wird. Denn diese Spiele sind es auf jeden Fall wert, nochmal modernisiert rauszukommen. Das auf jeden Fall. Ja, und ansonsten, ich glaube, ich wiederhole mich auch teilweise bei dem, was ich quatsche, ne? Ich bin so ein bisschen verwirrt noch bei dem, von dem Verlauf der ganzen Story hier im Spiel. Weil es alles ein bisschen anders ist, als ich es gedacht hätte. Ja, und da will ich auch gar nicht großartig quatschen. Vielleicht kommt nochmal irgendeine tolle Enthüllung am Ende oder irgendein Spruch von Wesker? Ich weiß es nicht. Schauen wir doch mal. Nein, kommt nicht. Aber königlicher Abgang. Oh, okay. Gibt es denn verschiedene Enden oder ist es einfach bloß, dass man damit das Ende erreicht hat? Ich glaube, es ist einfach bloß, dass man das Ende erreicht hat. Rang D klingt jetzt nicht unbedingt sehr gut, muss ich sagen. Wir sind sogar unter 10 Stunden reiner Spielzeit geblieben. Hätte ich gar nicht gedacht, muss ich zugeben. Und es sind nicht ganz 100 Gegner geworden. Das finde ich halt auch, das mag ich an den Resident Evil Spielen. Es ist nicht wie in moderneren Spielen, also an den ersten Teilen der Resident Evil Spiele, es ist nicht wie in moderneren Spielen, auch in den letzten Teilen der Resident Evil Spiele, dass man links und rechts Massen von Gegnern wegklatscht, sondern sie sind punktuiert eingesetzt und nicht zu viele auf jeden Fall. Okay, wir haben uns genauso oft gesund gemacht, wie wir gespeichert haben und wir haben ordentlich was rausgepulvert aus unseren Waffen. Ist so vollkommen in Ordnung. Wir können jetzt Lead Hunter spielen, ja, irgendein zusätzlicher Modus, das wollen wir jetzt nicht machen hier. Und es gibt den Wesker-Modus, sie sieht sehr interessant aus in ihrer Klamotte, ja. Gut, das war's von Resident Evil. Ich glaube, mehr gibt es da nicht zu erwarten. Nein, ich speichere nicht darüber, sondern hier. Und damit würde ich dann auch sagen, haben wir es geschafft. Und wollen uns, wie gesagt, gern auf weitere Teile freuen. Das wird bestimmt cool.
Es war mir ein Vergnügen, das Ganze mit euch zu let's playen. Und zu dem tollen Intro verabschiede ich euch dann auch. Wir sehen uns beim nächsten Let's Play wieder. Bis dahin, macht's gut und haut rein.